Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir. Und zwar sind gestern nicht nur Death Notes hier für die globale Version gekommen, sondern auch für die japanische Version, die auch sehr interessant sein werden für uns. Und zwar kriegen die Japaner zum 20 Millionen Download Event nicht nur die Single Daily Logins, die wir kriegen, nein, die kriegen auch noch Tickets für den neuesten Banner geschenkt und wir nicht. Wir werden mal wieder Geschäfte im Vergleich, das ist absolute Frechheit. Nein, Spaß bei mir, Seite, Jokes on me. Ich wollte einfach nur damals anspielen auf die damaligen Zeiten, als alle darüber gemeckert haben, wenn irgendwie JP auch nur irgendwas minimal anders bekommen hat als wir. Das ist gar nicht das Thema. Zu dem Hellbram werde ich übrigens wahrscheinlich morgen nochmal ein Video machen, also zu deren neuen Banner, falls es euch interessiert. Beziehungsweise ich habe einfach vor, in Zukunft auch so ein bisschen so eine Preview zu geben auf das, was kommt. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Nein, ich wollte auf diese News hier heraus, die Death Notes, denn nicht nur wir haben gestern Death Notes bekommen, nein, JP hat gestern auch neue Death Notes bekommen und die sind extrem wichtig für uns. Also, der erste Punkt ist dieses 20 Millionen Download Event, wo sie halt groß feiern hier in JP. Wir haben ja nur die Daily Logins, das ist aber für uns komplett egal. Das zweite ist jetzt auch nicht ganz so important, das ist eigentlich eine Funktion, auf die ich mich ziemlich gefreut habe, und zwar werden irgendwann Gildenkämpfe kommen, dass man einfach gucken kann, dass man mit den Gilden gegeneinander kämpfen kann und gucken kann, welche Gilde ist die beste da draußen. Da haben sie jetzt gesagt, nachdem sie das so ein bisschen getestet haben, ey, yo, wir machen das Ganze so, dass jetzt nur noch die 32 besten Gilden in diesen Gilden-Battlen mit gegeneinander kämpfen dürfen. Bedeutet, wenn ihr nicht in den Top 32 mit eurer Gilde seid, seid ihr halt raus aus diesem Gilden-Battle. Bedeutet, ich habe eine Gilde aufgebaut, wo es mir nicht ganz so wichtig ist, irgendwie auch nur in der Top 100 zu sein. Bedeutet, wir sind auch weit weg von der Top 32, von daher werden wir nicht daran teilnehmen, was ich ein bisschen schade finde, dass das Ganze jetzt so ein bisschen ja restricted wurde, aber ich glaube, damit kann man leben, beziehungsweise das ist jetzt eh noch keine Funktion, die wir kennen, von daher kann ich auch nicht beurteilen, ob ich das schlimm finde oder nicht, aber das dritte ist das wirklich, wirklich Wichtige, und zwar wird das System der Super Awakenings ein bisschen neu umgesetzt, beziehungsweise dazu gibt es ein kleines neues Update. Für alle Globe-Spieler da draußen, die noch nicht wissen, was Super Awakenings sind oder wie sie eigentlich funktionieren, ich kriege die Nachfrage nämlich immer wieder, wenn es heißt, Super Awakenings ist mega free-to-play, unfriendly, was war damit gemeint? Super Awakenings ist quasi, ihr könnt eure Helden bis zu 6 Sterne erwecken und Super Awakenings haben euch ermöglicht, noch 4 weitere Sterne zu kriegen und dementsprechend insgesamt 10 Sterne zu erwecken. Was ihr dafür machen musstet, ist, dass ihr einen Helden genommen habt und Dupe Coins, egal von welchen Helden, ja, ihr konntet also quasi in ein Hauser auch ein Meliodas Dupe Coin stecken. Diese Dupe Coins musstet ihr in einen Helden stecken und dafür habt ihr dann halt Punkte gekriegt und wenn ihr so eine bestimmte Punktegrenze erreicht habt, habt ihr einen weiteren Stern bekommen. Bedeutet, ihr brauchtet super viele Dupes, einfach nur, um überhaupt schon diese Sterne zu erwecken. Aber um das Ganze dann nochmal auf ein nächstes Level an Whale-Modus zu treiben, haben sie sich gesagt, diese 4 Sterne könnt ihr nur erwecken, wenn euer eigenes Ult-Level von dem Helden, wo ihr die 4 Sterne haben wollt, auch erhöht ist. Bedeutet, wenn die Ult von eurem Meliodas auf 1,6 ist, dann konntet ihr auch nur einen weiteren Stern erwecken. Wenn die Ult auf 2,6 war, 2 weitere Sterne. Wenn die Ult auf 3,6 war, 3,6 und 4,6, konntet ihr sie auf 4 Sterne erwecken. Deswegen hat man so ein bisschen gesagt, ey, euer Ziel sollte es vielleicht sein, zu versuchen, die 4 Sterne bei einem Helden zu kriegen. Einfach nur, damit ihr mit den 4 Sternen sagen könnt, ey, yo, ich habe jetzt meinen Helden so weit, dass ich alle Super Awakenings holen kann, was mega viele Stats sind und dementsprechend einfach super viel CC und wichtig allgemein für meinen Kampf. Und das war so ein bisschen, gerade wenn ein neuer Held rauskam, natürlich extrem wirklich unnötig. Ich meine, guckt mal jetzt auf global, wenn ein neuer Held rauskommt, dann seid ihr überhaupt schon happy, wenn ihr eine Copy von einem so einem Helden kriegt. Und dieses System hat einfach gesagt, ey, yo, ihr braucht 4 Kopien von einem Helden, ansonsten ist dieser Held irgendwie useless. Und dann wusste man, okay, man kann aufhören, einfach in jedem Banner zu ziehen, bis man immer 1500 Diamanten hat. Und selbst dann ist es nicht mal garantiert, dass man überhaupt irgendwie einen Helden kriegt. 4 erst recht schon nicht. Also wirklich, hier war Whale-Modus over 9000, falls ihr einen Helden auf Stufe 4 bzw. 10 Super Awakenings haben wolltet insgesamt bei euren Helden. Dementsprechend haben sie sich jetzt gesagt, ey, yo, wir machen das so, dass dieses Ultimate-Move-Level nicht mehr 4,6 sein muss. Bedeutet, auch wenn euer Held ab jetzt, bzw. sobald dieses Update da ist, sobald euer Held ein 1,6 Ulti hat, also sobald ihr den Helden habt, könnt ihr den schon direkt auf 10 Sterne bringen. Ihr braucht keine 4 Dupe Coins von ihm. Bedeutet, ich habe Super Awakenings erst auf einem einzigen Helden in meinem JP-Account, das ist der Lost Fame Meliodas, und der freut sich, dass er demnächst 3 Sterne dazu kriegt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich
trotzdem so, dass man super viele Materialien braucht, um diese Super Awakenings überhaupt irgendwie aktivieren zu können. Und sie haben ja seitdem das System draußen ist, nichts an den Raids geändert. Bedeutet, ihr habt immer noch 3% SSR Rate und daran hat sich nichts geändert. Bedeutet, die gleichen Medaillen, die ihr früher in dem Coinshop benutzt habt, braucht ihr jetzt mittlerweile auch noch, um die Super Awakenings zu machen. Dementsprechend haben sie gesagt, ey yo, wir geben ein paar mehr SSR Tickets raus und spezielle Coins. Es gibt spezielle Coins, die sind nur dafür gemacht, diese Super Awakening zu aktivieren. Da versuchen wir auch ein paar mehr an die Spieler da draußen zu geben, sodass ihr nicht das Whale Level over 9000 anschalten müsst. Aber natürlich ist es immer noch sehr, sehr Whale-friendly, aber das ist schon mal sehr nett, dass man weiß, dass in Zukunft mehr SSR-Tickets kommen. Es hätte auch eine Anpassung gereicht, die sagt, ey yo, wir haben keine 3% SSR-Rates mehr, sondern 4 oder 5% oder überhaupt allgemein ein bisschen höher. Aber ganz ehrlich, ob wir SSR-Tickets geschenkt kriegen oder ob wir eine höhere SSR-Rate haben, ist mir egal. Ich hoffe nur, dass sie wirklich durchziehen, was sie hier schreiben. In der ersten Woche ziehen sie es ja auf jeden Fall durch, indem sie hier diesen Helm hier schenken mit insgesamt hier 14 Tickets oder ähnliches. Also Step Up einmal komplett durch. Nichtsdestotrotz, hey, wir sind froh, dass es hier Updates gibt. Und damit das hier ein bisschen ja nicht zu geil für uns klingt, haben sie sich gesagt, ey yo, es wird aber so sein, dass wenn eure Ulti nur auf Level 1, 6 und nicht ist auf Level 4, 6, dann braucht ihr auch mehr Coins. Bedeutet, normalerweise für 3 Super Awakening Coins könnt ihr halt die zweite Stage des Super Awakenings machen. Dafür braucht ihr halt ein Level 2 Ultimate. Diesmal braucht ihr noch ein Level 1 Ultimate. Aber dafür, wenn euer Ultimate Level auf Nummer 1 ist, dann braucht ihr noch insgesamt 6 Coins statt 3 Coins, das heißt, es wird doppelt so teuer, also es wird einfach viel mehr kosten, die Super Awakenings zu machen, wenn ihr nicht das eigene Ult-Level erhöht habt. Das bedeutet, nur weil ihr jetzt eine 1,6 Lost Way Meliodas Ult zum Beispiel habt oder ähnliches, könnt ihr nicht auf die gleiche Art und Weise wie vorher das Super Awakening machen. Es kostet euch halt mehr Materialien, dafür könnt ihr es jederzeit machen und müsst nicht auf Dupes warten. Also hat so ein paar positive Sachen als auch ein paar negative Sachen. Wir nehmen das erstmal dankend an, dass es überhaupt möglich ist und jeder Spieler da draußen jetzt hingehen kann und endlich die Super Awakenings machen kann. Danke auf jeden Fall, Marvel. Denkt daran, wenn ihr an Super Awakening denkt, ey, Ned Marble macht sich zumindest minimal Gedanken und hat gemerkt, ey, hier kriegen wir weniger Geld und dementsprechend haben sie sich gesagt, ja, wenn es weniger Geld ist, dann müssen wir das System wieder ändern, sodass wir wieder mehr Geld machen. Ganz easy, ganz einfaches System. Spielerbasis darf man nicht verlieren, Spielerbasis bringt das Geld und das ist das Einzige, was Ned Marble wichtig ist. Das System von denen kennen wir. Also, wir freuen uns auf diese ganzen Updates. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Das war's von mir, eurem Sonius94.